das werden Kurzcuts werden, wie fail manchmal manche Tage sind. Wenn ihr euch jetzt denkt, wie sieht der Bildschirm aus? Wieso sieht der so merkwürdig aus? Oder wieso fehlt die Hälfte? Es ist auf meinem 29 Zoll Monitor und ich musste OBS ja komplett umstellen. Und deswegen sieht man nur die Hälfte. Aber es ist auch gerade eine totale Ausnahme. Sonst nehme ich immer mit meinem anderen Bildschirm auf. Aber ich möchte euch generell mal was zeigen. Jetzt müsst ihr euch mal in meine Lage verstellen. Verstellen. Haha, ich kann nicht mal reden. Meine Lage versetzen. Ich werde öfters mal im Stream gefragt, ob ich mit Leuten privat reden kann. Da hieß mal nein, ich rede mit Leuten, die ich jetzt nicht so gut kenne, nicht so privat. Ich habe aber einen Discord, da könnt ihr immer gern drauf joinen und mit zusammen reden. Heißt immer ja, ja. Und dann, wenn ich im Discord bin, mit euch reden will, dann kommt keiner. Ich mein's ernst, da kommt keiner. Wir switchen kurz um. Da kommt keiner! Mobbing. Das soll jetzt bloß kein Angriff sein. Nimmt es bitte nicht als Angriff. Arno, ich nehme es nicht als Angriff. Wenn du dich angesprochen fühlst. Ich wollte euch einfach nur mal zeigen, wie es ist, so in meine Haut zu stecken und solche Aussagen zu kriegen. Mit, ich möchte mit dir privat reden, wo ich aber sage, nein, ich kann es nicht jedem ermöglichen, privat zu reden. Komm doch in meinen Discord, da können alle zusammen reden. Und dann kommt keiner. Sad life in a Nikki. Forever alone. Hashtag lol. Übrigens, wenn ihr auch auf Discord möchtet und mal mit mir reden möchtet oder vielleicht auch mal nette Gruppenanrufe haben wollt, ich setze euch den Einladungslink auf jeden Fall auch mal in die Infobeschreibung. Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich aus diesem Video einfach ein kurzes Infovideo mache für meinen Discord oder ob ich das irgendwann mal random in einem Video reinquetsche. Vielleicht mache ich auch einfach ein Video daraus, wie ihr meinen halben Bildschirm nur seht und die rechte Hälfte nicht. ja. Das mal als kleine Info. Wie gesagt, ich bin nicht jeden Tag in Discord erreichbar. Manchmal bin ich auch mit meinen besten Freundinnen, meinen BFFs, nur am Reden. Und das ist manchmal so abends, wenn man einfach seine Ruhe haben möchte. Nicht böse nehmen. Bitte nehmt sowas nicht böse. Oh mein Gott. Aber manchmal bin ich ja auch in diesem öffentlichen Channel, wie gerade zum Beispiel, und da können wir alle zusammen liebend gerne reden und das ist auch echt kein Problem. Nur versteht bitte, wenn ich eben halt Leute zu Leuten sage, nee, Privatanrufe mache ich nicht, weil dann müsste ich das jedem ermöglichen und nachher hocke ich dann jeden Tag und mache mit Leuten, die ich überhaupt nicht kenne, irgendwelche Privatanrufe. Und stellt euch mal vor, es kommen irgendwelche Personen zu euch, die ihr auch gar nicht kennt und die sagen, möchte mit dir privat telefonieren. Also ich weiß ja nicht, zumindest als ich noch in eurem Alter war. Ja, das darf ich trotzdem sagen. Ich bin 22 und als ich in eurem Alter war. So, ich sag das jetzt einfach mal. Hat man sowas irgendwie nicht gemacht. Da war sowas irgendwie gar nicht bekannt. Da hat man irgendwie sich kaum getraut, mit jemandem zu telefonieren oder sowas. Oder hat man immer nur mit deinen besten Freunden nur telefoniert. Und jetzt heutzutage ist das wohl anscheinend gang und gäbe. Also irgendwie. Es fühlt euch wieder bitte nicht benachteiligt oder so. Es muss nicht jeden treffen. Es kann auch sein, dass das nur eine bestimmte Gruppe mit gemeint ist oder dass ihr gar nicht mit angesprochen seid, aber ich kriege das irgendwie auch öfters mal mit, dass das wohl gang und gäbe jetzt wohl ist. Vielleicht gehört ihr ja auch nicht dazu, vielleicht irre ich mich auch nur. Kommt nur zumindest so rüber. Ich glaube, ich mache einfach ein Infovideo draus. Das ist jetzt ein Video. Fertig, aus. Ach ja. Dann bedanke ich mich aber auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit, ihr lieben Nudeln. Wir sehen uns dann zu einem weiteren Star Stable Online Video wieder. Und vielleicht kriegen wir es auch hin, meine Soul Sisters und ich, dass wir noch einen Podcast machen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was ein Podcast ist, das ist, könnt ihr wie als Hörspiel sehen. Ihr müsst in diesem Video, also Podcast ist ein Video, das meistens sehr lang geht. Mehr als 10 oder 20 Minuten und da reden wir alle über ein Thema. Und eigentlich müsst ihr da nur zuhören. Klar, ich würde nebenbei Rennen reiten oder irgendwelche Sachen machen, aber außer wenn ich jetzt
irgendwas zeigen möchte oder sowas, was glaube ich eher selten ist, werden wir da einfach nur reden, über Themen reden. Wir haben schon zum Beispiel mal über hier die Überarbeitung von Silvergate im Comics hier gesprochen, unsere Meinung und bla bla blub. Aber es muss nicht unbedingt immer SSO sein, es kann auch Politik sein oder was uns auch gerade einfällt. Wir reden einfach offen darüber und sagen unsere Meinung dazu. Das ist im Prinzip eigentlich ein Podcast. Und vielleicht kriegen wir den diese Woche auch nochmal hin. Aber egal. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag, ihr Lieben. Und wir sehen uns zu einem nächsten SSO-Video wieder. Also bis dann. Ciao. And now I know my heart is a ghost town.